Hallo und herzlich willkommen auf Evo2kTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom WWE 2K18 Universe Modus. Wir sehen heute den nächsten Pay-Per-View hier, quasi den letzten Event in diesem Ingame-Jahr. Clash of Champions steht auf dem Programm. Im nächsten Monat geht es dann schon wieder mit Takeover weiter. Ende des Ingame-Monats sehen wir noch den Royal Rumble. Ja, und dann war es das auch schon fast wieder mit dieser Staffel. Viele Folgen kommen nämlich nicht mehr. Also wir sind so langsam wieder in der Endphase. Ich würde sagen, wir stürzen uns mal rein und schauen uns mal die Matches an, die heute als interessante Zeigematches ausgewählt wurden. So, und da sehen wir im Open ein Ladder-Match. Es geht um den US-Championship-Titel. Jeff Hardy, James El Halil und Dave Vedder. Wir dürfen gespannt sein, wer das Match gewinnt. Wir schauen uns das auf jeden Fall an. Ja, und los geht's. So, und da sind wir im Match drin, da dürfen wir gespannt sein, ob wir wieder heute heiße Leitern sehen werden oder ob heute endlich mal alles normal verläuft. Auf jeden Fall, ja. Es ist wie immer, zwei begeben sich auf den Weg nach draußen. In diesem Fall ist es James und Jeff Hardy und zwei bleiben im Ring und das sind El Halil und Dave Vedder. Für den einen oder anderen, also hier habe ich einfach mal genommen, wer aktuell im Ranking auf Platz 1 bis 4 ist. Ich denke mal, das ist so fair, weil wir hatten so viele verschiedene Hauptherausforderer. Es waren so noch ein paar mehr, aber ich dachte mir, wenn wir jetzt ja wieder ein 6-Mann-Match draus machen, das wird einfach wieder zu voll. Und das sind die Chancen jetzt natürlich für den Champion etwas größer, den Titel auch zu verteidigen, als eben wieder bei so einem 6er-Match. Auf jeden Fall, werden wir auf jeden Fall noch im Auge behalten, dass die Leute, die auch noch als Hauptherausforderer in Frage gekommen wären in den letzten Wochen, dass die natürlich auch nochmal eine Chance erhalten. Diejenigen, die heute verlieren, werden sowieso im Ranking auf den letzten Platz gesetzt. Vom US-Ranking, also schauen wir mal, wie sich das entwickelt. So, Dave Vedder im Ring springt jetzt erstmal auf El Halil und scheint ihn ganz gut unter Kontrolle zu haben. Aber ist ja auch so wie David gegen Goliath, wenn man die Staturen sieht. So, James und Jeff Hardy, keine Ahnung, die suchen anscheinend den zweiten Ring. Halil wieder im Ring. Jetzt ist Dave Vedder wieder im Ring. Oh, Twist of Fate draußen schon. Von Jeff Hardy gegen James. Lass ihn einfach liegen. Kümmer dich um was anderes, Jeff. Brother Nero. So, Halil will das auf jeden Fall wissen. Könnte jetzt einen Superplex geben. Gegen Dave Vedder. James ist auch wieder auf dem Bein. Jo, da ist er. So, Halil tritt erstmal vorbei. Ah, jetzt hat er ihn getroffen. Musste sich erstmal konzentrieren. So, wir sehen. Knietritt gegen Halil. Legdrop hinterher. Draußen Jeff Hardy immer noch mit James. Und jetzt hat sich Jeff Hardy anscheinend gedacht, hey, komm. Da steht ja eine Leiter, die holen wir uns mal. Welche Intuition von mir. Ich muss ja sagen, ich war echt überrascht, dass wir beim letzten Pay-Per-View Money in the Bank, ja, dass wir da eigentlich überhaupt keine Titelwechsel gesehen haben. Jeff Hardy hat seinen Titel, der stand ja gar nicht zur Debatte, aber ich meine auch gelesen zu haben, dass Jeff Hardy derzeit nicht so fit ist. Dass der jetzt so ein bisschen in der Regenerationsphase sein soll und nicht zu krass Match. Also war ja bei AJ Styles auch so. Ich glaube, das letzte Match von AJ Styles, das hatten wir im Januar gesehen vor Money in the Bank. Aber auf jeden Fall der Styles Clash ist zurück, was ich sehr, sehr geil finde. Und vor allem, was es für ein Styles Clash auch noch war, gegen Nakamura von der Ringtreppe und dann auf den Hallenboden. Oh, die Leiter ist wieder heiß. Die Leiter ist wieder heiß. James, die Leiter ist heiß. Heieiei. Ah, scheiße. Heiß. So, Halil auch keinen Bock. Der merkt, dass die Leiter heiß ist. Der macht lieber draußen ein bisschen weiter. Oh mein Gott. Dafür bin ich YouTuber geworden, um so eine Scheiße mir anzugucken. Dankeschön. Danke, Jeff Hardy. Das Evoverse liegt dir zu Füßen, dass du uns erlöst hast. So, gucken wir mal, ob die Leiter auch für Dave Vedder heiß ist. Nee. Na gut, der hat auch einen größeren Handschuh. Nee, der andere hat ja sogar zwei Handschuhe an. Der James. Vielleicht ist er auch kalt. So, Jeff Hardy fängt auf jeden Fall an zu pflücken.
Dave Vader dreht seine Ründchen, versucht ihn jetzt da runter zu werfen. Und jetzt hängt er erstmal da. So, draußen erstmal James macht erstmal die DX-Geste. Und halt, na, Donny, ich dachte, Halle wirft jetzt Dave Vader außerhalb des Rings. James, pass auf, dass du dich nicht wieder verbrennst oder verkühlst. So, Dave Vader hat die Leiter. Das war auch so eine krasse Situation bei Money in the Bank. Wo Braun Strowman auf einmal wieder da war, nachdem er ja von den ganzen Leitern begraben wurde. Und dann wollten zwei, die haben die Leiter quer gehalten, ich weiß nicht mehr, wer es war. Und ihn damit quasi eliminieren. Er gibt einfach Gas und rennt durch die Leiter durch. Das sah so geil aus. So, James jetzt auf dem Weg zum Titel gewonnen. Doch nicht. Da verpasst Jeff Hardy mal einen. Und jetzt ist Jeff Hardy ganz nah dran. Dave Vader ist auch wieder da. Und der kümmert sich erstmal genau. Lass dir Zeit, Dave Vader. Genau. Alles easy. Hat er aber Glück gehabt. So, Jeff Hardy mit dem Schlag, aber auch Dave Vader schlägt zurück. Siehst du schon, kommt das Halil, ey, der ist jetzt in der The Miz-Rolle, der staubt gleich ab. Hier, ja, Jeff Hardy juckt's gar nicht. Der merkt, dass Halil das Ähnliche bekommt. Oh doch, jetzt. Powerbomb gegen Jeff Hardy. Und der rollt erstmal raus, aber nimmt auch die Leiter mit. Das ist wahrscheinlich jetzt das Beste, was ihm passieren konnte, dass die Leiter quasi mit rausgerutscht ist. Ja, und die holt sich jetzt Halil zurück. Da ist eine Platzwunde. So, jetzt ist Halle wieder da. Und jetzt legt er sich mit allen an. Und James haut ab. Der hat keinen Bock mehr. Halle baut die Leiter auf. Und jetzt könnte es gefährlich werden. Halle könnte jetzt tatsächlich... Ja, James juckt's gar nicht. Halle wird jetzt Champion. Halle wird jetzt Champion. Was ist los, James? Halle hat gewonnen! Halle ist der neue US-Champion. Das wird den Hergi freuen. Der hat immer gesagt, Halle wird den Titel niemals holen. Herzlichen Glückwunsch, Halil. Als Cheater wurde er abgestempelt und jetzt hier staubt er einfach ab. Jeff Hardy macht die ganze Arbeit und Halil holt sich einfach mal die Gürtel. The new United States Champion on the Eververse, Halil. Ja, genieß den Moment. Du bist aber jetzt der Gejagte. Dave Vader wird sich den Titel sicherlich nicht einfach so abnehmen lassen wollen. So, da hätten wir noch das Tag Team Match hier. The Good Brothers treffen auf die Colons und ja, die Colons gewinnen das Match. Was zur Hölle ist denn hier mit den Good Brothers los? Vor allen Dingen, warum sind die Colons so überpowered? So, dann haben wir noch den Warlock gegen David Cole. Das werden wir uns nicht anschauen. Da gewinnt der Warlock. Dann hätten wir noch Asuka gegen Carmella und Carmella behält, glaube ich, den Gürtel. Dann Samoan Giant hält eine Probe. Deswegen gibt es heute leider nur 6 Matches auf der Card. Und ja, Big E unterbricht ihn. Anscheinend entwickelt sich daraus eine Fehde. Dann sehen wir noch Jack White gegen Laporte. Das holt sich Jack White. Das ist nämlich das Match der Leute, die eigentlich... Also ich habe eigentlich alle versucht, hier auf die Card draufzubringen, die eigentlich auch ein Match verdient gehabt hätten, irgendwie so einen Titel. Aber wie gesagt, man darf das mit den Championship-Matches nicht zu voll machen. Auf jeden Fall im Main Event sehen wir Samoa Joe gegen Daniel Bryan. Eventuell heute das letzte Match der Fehde. Und schauen wir mal, wie das Ganze ausgehen wird. Schwung ist auf jeden Fall schnell. Einzug aus. Los geht's. So, und da sind wir im Match angekommen. Daniel Bryan gegen Samoa Joe. Drücken wir heute mal Daniel Bryan die Daumen, würde ich sagen. Auch wenn ich Samoa Joe gerne als Champion sehen wollen würde. Aber ich will einfach mal, dass wir mal eine neue Paarung jetzt sehen um den WWE-Champion-Gürtel. Wird langsam wirklich Zeit. Ich glaube, die beiden sind so gefühlt seit, was weiß ich hier, 4 Wochen oder so in der Fehde drin. Und es reicht so langsam, wirklich. Eigentlich seitdem die ECW aufgelöst wurde, seitdem ist Joe wirklich hier im Titelgeschehen mit dabei. So, Daniel Bryan hat das momentan ganz gut unter Kontrolle. Kann mir sogar sowieso vorstellen, wenn es jetzt noch nicht passiert ist, also ich sag jetzt mal, ich nehme halt wieder auf vor dem
Original Ausstrahlungssand von Raw und SmackDown. Ob Daniel Bryan eventuell jetzt so in den WWE Championship Bereich gepusht wird, weil ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Fehde zwischen AJ Styles und Shinsuke Nakamura jetzt rum ist, vor allem jetzt, wo ja feststeht, dass AJ Styles der neue, der wird auf dem Cover von WWE 2K19 drauf sein. Und ich denke mal, das ist auch so ein Grund, warum Nakamura verloren hat. Aber auch jetzt nach den ganzen Niederlagen von Nakamura, es ist einfach nicht mehr glaubwürdig, dass Nakamura jetzt dann nochmal eine Rivalität, dass die Rivalität mit AJ Styles weitergeführt wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das so für Daniel Bryan vielleicht ist, weil dem sein Vertrag läuft ja natürlich aus und der ist natürlich jetzt in der Verhandlungsposition, dass er dann halt sagen kann, ja, hier, ich bleib bei euch, weil ich will natürlich hier Championship-Matches haben und so. Da dürfen wir gespannt sein, wie es weitergeht in den nächsten Wochen. Aber ich finde, das Ganze macht das bei SmackDown doch interessanter, als aktuell bei Raw so der Fall ist. Was haben wir denn bei Raw jetzt? Elias hat mal wieder verloren gegen Seth Rollins. Ja gut, jetzt Alexa Bliss ist wieder Champion. Seth Rollins ist irgendwie so ein bisschen außer Konkurrenz. Ja, was passiert ist mit Finn Balor? Braun Strowman hat jetzt natürlich den Koffer, allerdings ist ja Brock Lesnar nie da. Also daher finde ich wirklich das, was bei SmackDown sich jetzt entwickeln könnte, dann doch interessanter. Sanity steht ja wohl auch kurz vorm Debüt. Allerdings, ich sag das mal jetzt, wie gesagt, ich habe noch nicht, SmackDown hat noch nicht stattgefunden. Ich glaube wirklich, Sanity wird jetzt bei SmackDown das Debüt feiern. Also ich weiß nicht, jetzt haben wir heute, glaube ich, Donnerstag hier, Ausstrahlungsdatum, also Dienstag quasi. Dienstag wird Sanity das Debüt bei SmackDown feiern. Dem Dienstag, der das war. Weil die Good Brothers, die Bludgeon Brothers, die haben einfach keine gegnerischen Tag Teams mehr. So Sheamus und Cesaro vielleicht, aber es gibt eben auch im WWE Store, gibt es neuerdings ein neues Sanity T-Shirt, womit ganz groß Werbung gemacht wurde. Und kann ich mir nicht vorstellen, dass sie einfach so ein neues Merch rausbringen, wenn Sanity nicht mal eine Rolle bei SmackDown spielt. So, auf jeden Fall, wir konzentrieren uns wieder auf das Match. Samoa Joe mit dem Pinfall. Aber Daniel Bryan kommt dann natürlich noch ganz locker raus. So, was passiert jetzt? Kann mir gar nicht vorstellen, dass Daniel Bryan dieses Match verlieren wird. Oh, Samoa Joe, jetzt geht's aber ab hier. Ich glaube, das hätte Coquina Clutch werden können, aber Daniel Bryan hat das gekontert. Und auch die It-Kicks werden gekontert, so wie es jetzt aussah. Oh, Daniel Bryan, jetzt lebst du gefährlich so langsam. Aber wie gesagt, selbst beim ersten Versuch würde der auf jeden Fall noch rauskommen. Bin ich mir sicher. Wahrscheinlich gibt es sowieso Rope Break. Da ist er. Schickt er Daniel Bryan schlafen, Samoa Joe. Oh, 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 Daniel Bryan. Gibt er auf? Ne, ich glaube nicht, das dauert zu lang. Nö, es geht weiter. Samoa Joe merkt, das hat keinen Sinn. Warten wir mal auf Daniel Bryan. Nächster Pinfall. 1, 2... Ja, aber Daniel Bryan kommt nochmal raus. Aber jetzt muss er langsam hier wieder auf die Beine kommen, sonst wird es echt schwer. Ich meine, der hat ja sein 91er Rating. Also, wollen wir mal was sehen hier. Problem war natürlich eben, dass er die It-Kicks zeigen wollte, aber das von Joe gekontert wurde. So, da der Schlag in die Magengegend von Joe. Oh, und ich glaube so langsam wird doch Samoa Joe zum Favoriten. Die Rivalität scheint wirklich weiterzugehen zwischen den beiden. Aber ich muss auch sagen, in der Realität hätte ich nichts dagegen, diese beiden hier in einer Rivalität zu sehen. Hätte schon was. Ich weiß, einige von euch mögen Samoa Joe nicht, ich feiere den Typ. Bryan auf jeden Fall mit der Platzwunde und Samoa Joe hat überhaupt nicht irgendwie so die Anzeichen, dass er jetzt einbrechen wird, auch wenn natürlich jetzt mal der Konter kommt, Uppercut gegen Samoa Joe. Und Daniel Bryan befördert ihn erstmal mit der Clothesline nach draußen, um eventuell
mal durchschnaufen zu können. Aber auf dem Weg durchschnaufen, er geht direkt raus und will weitermachen. Ja, aber so viel zum Thema. Joe wirft ihn zurück in den Ring. Und das könnte einen zweiten Kukina-Klatsch geben. Hat er sich wehgetan, Joe. Aber da ist er. Ich glaube, jetzt gibt Daniel Bryan auf. Samoa Joe wird jetzt der Champion. Da kommt er niemals raus. Er kommt ernsthaft da raus. Daniel Bryan, ey, was ist das für eine Maschine? Joe wird wahrscheinlich so langsam verzweifeln. So, Daniel Bryan kann sich erstmal wieder befreien. Aber da muss natürlich jetzt was kommen. Wenn er hier die ganze Zeit nur so zwei Moves zeigt und dann Joe dafür so einen Power-Move, dann bringt das nichts. So, jetzt Daniel Bryan auf dem Weg aufs oberste Ringseil. Kommt da rangeflogen. Jawohl. Oh, der ging über. Eigentlich sah das aus, als würde der schief gehen. So, Daniel Bryan macht sich bereit. Und es wird gekontert. Joe kann es kontern. Ich glaube, jetzt ist definitiv das Match entschieden, wenn Daniel Bryan das gleich nicht kontern kann. So, das wird es jetzt gleich gewesen sein. Da nutzt auch kein Widerstand mehr was. So, da geht's direkt in die Brücke. 1, 2. Daniel Bryan kommt nochmal raus. Und es geht wieder ins Ringseil. Oh, Samoa Joe. Was hat er jetzt vor? Oh, das wird wehtun. Das wird wehtun. Und Bryan ist K.O. Aber auch Samoa Joe muss erstmal durchatmen. Kennt ihr eigentlich den bei den Pay-Per-Views immer, der mit dem grünen T-Shirt, der so in der Mitte sitzt, mit der beigen Kappe? Der müsste eigentlich ins Spiel eingeführt werden. 1, 2. Und Joe ist Champion. Samoa Joe bleibt, nee Quatsch, bleibt, ist der neue WWE-Champion. Eine absolut schwache Vorstellung von Daniel Bryan. Die Rivalität zwischen den beiden geht also weiter. Wow, ein hart errungener Sieg. Ja, für diesen jungen Mann ist es ein wirklich großer Sieg. Und er scheißt anscheinend auf seinen Titel, den will er gar nicht haben. Er greift lieber Daniel Bryan nochmal an, so wie es aussieht. Ja, da sehen wir es. Diese Fehde wird weitergehen, auch wenn sie offiziell eigentlich beendet ist. Aber Daniel Bryan steht natürlich noch sein Rückmatch zu. Und gerade nach dieser Attacke war es auf jeden Fall nicht das Ende. Warum steht jetzt, dass World Champion Hauptherausforderer Samoa Joe ist? So ein Blödsinn. So, würde ich sagen, gucken wir uns die News mal an. Ja, steht aber nur, dass Ella Hill den Championship gewonnen hat. Aber 100% war es ein Championship-Match. Das heißt also, Daniel Bryan bekommt noch sein Rückmatch. Natürlich bekommt Dave Weder sein Rückmatch. Aber wir werden uns jetzt erst nochmal hier um das Championship-Ranking kümmern. Da werden natürlich jetzt Jeff Hardy und James auf die letzten Plätze gesetzt. Aber das mache ich dann alles natürlich abseits dieses Videos, weil das ist was, das müssen wir nicht unbedingt zeigen. Hier auf jeden Fall das Ranking, Valenti auf Platz 1, warum auch immer. Ja, was kann ich anderes sagen? Clash of Champions, der letzte Pay-Per-View, der letzte Event im Ingame-Monat Dezember ist also rum. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne was in die Kommentare, wenn ihr Vorschläge habt, was man verbessern könnte oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Könnt auch gerne auf meinem Discord-Channel vorbeischauen, der Link dazu unten in der Videobeschreibung. Würde mich sehr, sehr freuen, euch dort mal begrüßen zu dürfen. Mindestalter gibt es nicht. Allerdings, wenn ich merke, hey, ihr benehmt euch ein bisschen daneben, dann werde ich da auch einschreiten. Aber bis jetzt haben wir es immer ganz gut hinbekommen. Also, ich würde mich freuen, den einen oder anderen Neuen dort mal antreffen zu können. Alle weiteren Social-Media-Accounts sind auch unten verlinkt. Findet ihr aber alles nochmal dann im Outro. Könnt ihr mit dem QR-Code dann mit dem Smartphone abscannen. Ansonsten, wenn ihr eine PS4 habt, könnt ihr selbstverständlich an diesem Modus auch noch mitmachen. Ich kriege immer wieder die Frage, ob das noch möglich ist. Ja, wir spielen ja WWE 2K18 bis zum Release von WWE 2K19. Ich werde die Version am 5. Oktober bekommen. Offiziell kommt sie am 9. Oktober raus. Deluxe Edition ist am 4. Oktober. Nee, am 5. Oktober, Entschuldigung. Also 4 Tage eher. Also werde ich mir auf jeden Fall wieder zulegen und dann geht es dann weiter. Aber bis dahin werden wir jeden Tag um 12 Uhr eine Folge von WWE 2K18 vom Universe-Modus raushauen. Also, und wenn ihr da mitmachen wollt, schaut euch die zwei Videos in der Videobeschreibung an. Einmal der Link mit den Teilnahmebedingungen, wo eben alles aufgelistet ist, was euer Wrestler erfüllen muss. Moveset, Gesamtrating, Entrance und all diese Sachen. Wenn das alles erfüllt ist, dann gibt es noch das zweite Video, wo euch erklärt wird, wie ihr den Wrestler richtig in die Community halt hochladen könnt, damit ich den auch finden kann. So, und wenn das passiert ist,
ich nehme eigentlich immer so Folgen für 5 bis 8 Tage auf und immer wenn ich eben neu aufnehme, dann gucke ich mir auch die neuen Wrestler an und werde sie dann gegebenenfalls hinzufügen. So, und jetzt bedanke ich mich für euch allen fürs Reinschauen, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch dann allen noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder alle mit dabei, wenn um 12 Uhr die nächste Folge kommt, wenn das neue Jahr beginnt. Also haut rein, macht's gut und ciao.